Ja. Und stirb. Der Kraken hat mir doch verdammt viel abgezogen, muss ich sagen. Und das kleine Vieh zieht mir auch mehr als ich will ab. Moment. Genau, das Ding kann einem Leben absorbieren, wenn man zu nah dran steht. So, mal ein bisschen heilen. Und ich muss sagen, die Viecher leben aber lange. Für wann ist das denn gemacht hier, das Kolosseum? Mhm. Jo, das ist eine gute Erfahrung. Ein Level-Up habe ich auch bekommen. So, komm, zack. Monster runter. Monster Nummer 4. Was bist du denn? AC Roper. Versuchen wir was anderes. Und zwar mit Rising Phoenix. Dazu brauche ich erstmal ganz hin in der Ecke. Was? Ach, jetzt sind sie plötzlich wieder leichter, oder wie? Könnt ihr die mal so ein Niveau halten oder steigen? Ich hatte immer leicht mal schwer, mal leicht mal schwer. So, zack, nochmal Monster Nummer 5. Hallo, du Scheißechse. Kampf. Oh, ein altes Monster. Ich heile mich mal eben nochmal. So reicht Sword Rain eigentlich auch. Sword Rain, Mann. Boah, mit dem letzten Schlag in den Arsch. Das war brutal, Chris. Ich habe wieder diese Billigschwerter bekommen. Yay, yeah, ich brenne. Brrm. Monster Nummer 6. Erscheinen, ein Baum. Ja, ich glaube, da wird es nicht so gut klappen mit dem, was ich da eigentlich vorhabe, aber... Ja, das klappt nicht, der ist zu groß. Und der ist auch verdammt schwach. Ja, komm. Ich habe einen Apfel. Mh, lecker. Diesmal nicht. Zack. Monster Nummer 7. Zack. Ein Golem. Nein. Die Attacke einfach mal nichts abzieht. Was hat er denn für eine Schwäche? Ja, genau, ich glaube Elektro war's. Wow. Hilfe. Ja, 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 komm. Genug betäubt. Hallo, aufstehen. Morgen. Morgen schon hat Gold im Mund. Hilfe! Hilfe! Moment, ich probiere was anderes. Da muss ich nicht näher dran stehen. Geh weg. Geh weg. Stirb. Töte mich. Ja, komm, ich bin wieder... natürlich bin ich wieder betäubt. Ein Schlag, ich bin betäubt. Leck mich doch. Ich bin tot. Bla, 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 bla. Ich mag diese Stahlgolems nicht. Hallo, steh auf. Wer ist bist du in Ordnung? Wo bin ich? Du bist im Ganzen der Schleuse von Euclid. Ist ein Jammer, wie das Kampfturnier verlaufen ist. Es gibt immer nächstes Mal. Du kannst auch teilnehmen, wie du möchtest. Kannst aber einstehen. Ja, mir geht es gut. Wow, fand ich das nett. Einfach mal betäubt, dauerhaft. Dass ich nichts machen kann. Ein Schlag betäubt. Leck mich. Da gehe ich erstmal nicht hin. Müssen wir aber später nochmal um... Ich glaube, da bekommt man... Was war das nochmal? Eine Technik, glaube ich, für Chris. So. Ah ne, das war doch richtig. Hier wollen wir wieder raus. So, wir haben nun Volt, das heißt, wir können hier hin und mit den Leuten hier labern. Wie viel haben wir denn? Wie viel Lore? Was? Wie viel Zeit? So. Ich sehe, ihr könnt den Volt beschweren. Ja, ich werde versuchen, ihn zu beschweren. No. Klingt so gequält. Volt, ich brauche deine Macht. Ich möchte, dass du deine Macht durch diese Flugmaschine fließen lässt. Blablabla. Klaus, bist du in Ordnung? Ich denke schon. Amber, wir sollten uns auch um deinen Besen kümmern. Ja, gut.
Yay, Power Up. Gut, das sollte dann reichen. Nun müsst ihr nur noch dies hier verwenden. Ja? Was ist das? Seht es euch an. Er hat das Orange Grunt so oft gesagt. Was ist das für eine Kapsel? Wir nennen es die Flugsmanntasche. In ihr könnt ihr den Ornitech verstauen. So hat man immer den Ornitech dabei. Macht schon, nehmt sie. Yay, Flügeltasche halten. Vielen Dank. Ich werde zunächst mit einem Ornitech nach Alvinister fliegen. Ich muss den König so schnell wie möglich über euch unterrichten. Dann nehmt bitte ebenfalls eine Flügeltasche mit. Danke. Gut, kommt bitte so schnell wie möglich nach. Ja. Ah, also ich denke, wie es funktioniert. Das Ornitech, bla bla bla, kenne ich. Neuer Stand der Technik. Piloten können per Tastung steuern. Mit der Verarkung beschleunigt. B landet man. Und wir können also in einem Ort landen. Natürlich nicht auf dem Gebäude oder im Meer. Im Schatten sehe ich dann mit links. Rechts kann ich hoch runter. Was? Mit R kann ich sogar noch feiner. Vergiss Ornitech. Starten. Ja. Nein. Vielen Dank. Wenn es kaputt bringt, einfach wieder hierher. Nicht, dass das jemals passieren würde. Also gut, auf nach Alvinister. Yay. Dann kann ich fliegen. Jetzt können wir uns erstmal die ganze Welt noch mal ein bisschen anschauen. Die Welt der Zukunft. So, wie war das jetzt mit A? Genau. Ah, das war das. Wo hier so new. So, als allererstes gehen wir nach Miguel noch mal. Was? Hier kommen wir sogar oben rein. Ist mir gerade zu kompliziert. Moment. New. So. Nein, runter. Ich möchte unten rein. Und nochmal mit dir reden. Hallo? Ja, soll ich durchs Natal? Na, ja. Eigentlich wollte ich nicht mit dir nochmal reden. Eigentlich wollte ich nur die Karte nochmal haben. Schwarzer Kalte. Schwarzer Kalte? Was? Schwarze Karte. So. Nun können wir. Lass mich mal nachdenken. Wir können nur ein paar Orte nochmal aufsuchen. Und zwar, jetzt muss ich nachdenken. Hier zu Arsia. Wo ist die denn da? Boah. Fühlt sich das böse. Hier wollte ich einmal hin. Ja. Immer noch hier. Ehrlich, ich wollte hier nicht herkommen. Hier mag es wohl nach allem ergangen sein. Auf jeden Fall müsste jemand hier sein. Lasst sie uns besuchen. Hey Amber! Wir sind also bedrückt, dass es in der Vergangenheit was passiert. Nun ja, ich war da gerade in der Stadt und weiß gar nicht so genau, was passiert ist. Bitte? Was denkt ihr beiden euch eigentlich? Ich geh jetzt. Hey, warte! So viel zur Größe. Hey, Water! Was? Klopf, klopf. Mal zu Hause. Hallo? Ja. Ah, okay, falsche Stimme. Lord Brumbert! Oh, ihr seid es. Es ist viel Zeit vergangen. Wie lange es wohl her ist. Wie kommt ihr, dass ihr noch am Leben seid? Zeitreisen. Verstehe, ihr habt daraus also durch Raum und Zeit verfolgt und seitdem in die Zukunft gefolgt. Was für eine unglaubliche Geschichte. Ich kann nicht abwarten, dass ihr nun leibhaftig vor mir steht. Ja, wir werden daraus nun in dieser Zeit Alpha Rollen besiegen. Das muss Schicksal sein. Ohne Zweifel. Und... ich weiß, was du sagen willst. Könnt ihr mit mir nach oben kommen? Asia, seid ihr das? Ich denke, das ist ihre letztgültige Antwort. Als sie wieder zu mir kam, war sie so, wie ihr sie hier seht. Ich glaube, sie wurde meiner Statue. Wie schrecklich. Wenn ich mir die Statue ansehe, kann ich fast hören, was sie sagen wollte. Zu meinen Füßen fand ich außerdem diesen Bogen. Ist der Bogen? Ein Bogen? Das ist Chesters. Er ist es. Hey, Crass, was mit einem Bogen? Wow, ich kann es nicht glauben. Ich halte nur meinen Herrn Spürbereits seine Macht. Dieser Bogen hat mir den tiefen Schmerz gezeigt, unter dem sie gelitten hat. Hier ist er, nach so langer Zeit. Ich werde euch den Bogen in ihrem Namen zurückgeben. Nach 150 Jahren habe ich endlich meinen Bogen erhalten, ja. Danke. Wir haben nur den Elfenbogen erhalten.
Ich werde von nun an hier leben, bis zu dem Tag, an dem die Wunden ihres Herzens geheilt sind, bis zum Tag, an dem wir wieder vereint sein können. Jo. So, dann können wir auch direkt mal Chester geben, den Elfenbogen, und der, man sieht's schon, ist krass. Ja, wir haben nun einen sehr viel besseren Bogen. Ich glaube, das Event kann man auch verpassen, wenn man nicht, ja, wenn man nicht jagt, oder? Kann man das verpassen? Ich weiß es gerade nicht. Egal. Wir verlassen wieder hier Arsia. Das haben wir jetzt gemacht. Wir wollen nun in die Wüste. Hier haben wir immer noch... ja, mir fällt der Name der Stadt gerade nicht ein, aber... Ich suche gerade die Oasen. Ist das die südlichste? Okay, das ist anscheinend die südlichste Oase von allen. Dann gehen wir da mal rein. Und reden mit dir. So ein Schwertkämpfer. Hast du einen ja, natürlich habe ich Interesse. Ja. Ja, was ist es? 40.000 Gold. Oh. Na gut. Phoenix Blade. Aus Rising Phoenix und Sword Rain? Oder Tiger Blade? Gucken wir mal eben. Phoenix Blade. Ja, Phoenix und Tiger Blade. Klingt interessant. So, dann möchte ich noch zu einer nördlichen Oase. Ne, das ist die nicht. Ich meine, es gibt noch eine andere. Genau, die hier. Genau, da drin wollte ich auch landen. Und hey, ihr! Willst du eine braune Karte? Ihr habt sie. Tauscht die Blüte gegen meine weiße. Okay. Ja, nun die weiße Karte. Und da wir nun keine braune Karte mehr haben, holen wir uns die braune Karte nochmal neu. Wollte ich gerade... Ah, da. Okay, ich habe den Ort wiedergefunden. Holen wir uns die braune Karte einfach nochmal neu. Weil wir haben ja wieder eine schwarze Karte getauscht. Von daher haben wir wieder eine schwarze, die wir hier tauschen können mit dem Mädchen. Die dann meint, oh mein Gott, die schwarze Karte, das ist die einzige, die mir noch fehlt, weil ich die letztens verloren habe. Ja. Ganz genau. So, jetzt haben wir auch die braune Karte, jetzt holen wir uns auch nochmal eine schwarze, dann haben wir auch alle drei. Das ist so ein kleines Tauschgeschäft, das man hier so machen kann. Man kann, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Karten sammeln und die 3 bekommt man so durch Tauschen. Die anderen... Weiß ich gerade nicht auswendig, das muss ich nochmal nachschauen. Was? Wo bin ich jetzt da reingegangen? Ich möchte unten rein, immer noch. Von der Seite ist doof. Da wollte ich nicht rein in den Benjamin. So, ja, hallo, bla bla bla. Letzter Schrei, möchte etwas über die... Nein, möchte ich nicht. Ah, okay, ich muss doch was drüber hören, bevor ich die Karte bekomme. Ja, ja, bla bla bla, Sammelstücke, bla bla bla, rote Six, bla bla bla, fanatische Sammler, bla bla bla, hoher Preis, bla bla bla, Herzschlagen, bla bla bla. Dies könnt ihr haben, schwarze Karte. So, jetzt haben wir wieder 3 Karten. Als nächstes holen wir uns ein paar neue Zauber für... Dingens hier, unser kleines Mädel. Name gerade nicht ein, ehrlich gesagt. Ember. Warum sind wir noch mal hier? Also ich meine, es muss doch etwas geben. Wir haben in meiner Zeit ein Pakt mit Undine geschlossen und hier war Undine zu Hause. Hier war Undine zu Hause? Was ist für ein Ort? Nun hör mal auf zu jammern. Sandkuchen, ich liebe Sandkuchen. Wie? Hast du nicht gerade etwas Komisches gesagt? Ach, mach dir keinen Kopf. Diese ganzen Sandsteinsache erinnert mich nur daran, wie hungrig ich bin. Das Bild über Sandstein macht sie hungrig. Hey, Chris! Soll ich etwas essen? Ja, klar. Warum nicht? Juhu! Mach ein Picknick.